Ja, ich starte die Woche mit einem Lauf. Litlauf, 55 Minuten sollen es werden und eigentlich wird er erst morgen. Vierte und letzte Woche von meinem HIIT-Block-Training und ich war sehr gespannt, wie diese Woche wird. Ich habe es in dem letzten Video schon angedeutet, dass, glaube ich, sich meine FTP so ein bisschen nach oben verlagert hat. Also die Einheiten in der dritten Woche fielen recht leicht. Dann wollte ich die in der vierten Woche so ein bisschen anpassen, aber habe irgendwie die Synchronisation zu spät angeschaltet. Insofern hat die sich jetzt nicht auf alles so richtig ausgewirkt. Also es hat sich auch da noch ein bisschen leicht angefühlt und weil ich ja vorhabe, am Sonntag den FTP-Test oder einen Rampentest zu machen, dachte ich mir, ich probiere mal die ganze Woche auf den Beginn so ein bisschen zusammenzustauchen, dass ich noch so wie so zwei Tapering-Tage habe vor dem Rampentest. Das heißt, ich bin sehr nach Gefühl vorgegangen und habe einfach mal geschaut, geht es? Und das ging eigentlich ganz gut. Also ich habe wirklich alles sehr nach vorne geschoben. Und wenn ihr in Training Peaks mal reinguckt, dann ergibt sich ein etwas komisches Bild. Grundsätzlich auch hier, wie in der letzten Woche, also Schwimmen fällt ja aus. Da habe ich wieder Zugseiltraining gemacht. Ich habe mein Stabi-Training diesmal ein bisschen weniger gemacht, eben weil ich dann irgendwann dachte, vielleicht wird die Belastung dann doch zu stark. Also Montag, Dienstag hatte ich noch ein Stabi-Training und Mittwoch, Donnerstag habe ich das dann ausgesetzt. Heute, wo ich das aufnehme, ist Freitag. Da werde ich jetzt nochmal Zugseiltraining machen, ein bisschen Stretching und nochmal ein bisschen Stabi und am Samstag auch. Und ich weiß nicht, ob ich in dem Videoclip, das wisst ihr zu dem Zeitpunkt schon, den Rampentest noch mit einbaue oder ob ich noch ein extra Video mache, das muss ich mal sehen. Bevor ich jetzt mit der vierten Woche einsteige, nochmal ein kurzer Rückblick auf das Ende der dritten Woche. Da war dann am Sonntag noch eine Radausfahrt. Es hat so schön geschneit in Berlin und ich dachte, da muss ich jetzt einfach noch mal raus. Das lief auch alles super bis zu dem Zeitpunkt, als mir die Schaltung eingefroren ist, beziehungsweise die war wahrscheinlich auch so ein bisschen zugematscht und ich konnte dann nur noch auf einem Gang fahren und das war jetzt nicht unbedingt der höchste. Also ich hatte dann auf dem Rückweg eine ziemlich hohe Trittfrequenz, aber der erste Teil der Fahrt war auf jeden Fall sehr schön. Ich habe es mir halt gestern so großspurig vorgenommen, auf jeden Fall heute am Samstag draußen zu fahren. Und jetzt haben wir das Dilemma. Zwar schöner Schnee, aber extrem matschig. Und ich bin deswegen wieder hier in den Wald gefahren, um den glatten Straßen auszuweichen. Auf der einen Seite ganz schön, aber ja, halt auch ziemlich nass. Weil so richtig geschlossener Schneedecke wäre es natürlich schöner, aber es ist jetzt der erste, na gut, vielleicht der zweite Schnee in Berlin in diesem Jahr. Aber der erste, der so ein bisschen liegen bleibt. Ja, wie ihr eben gesehen habt, ich habe mich ein bisschen getäuscht. Der Waldboden ist genauso rutschig. Es ist einmal der Matsch und dann auch natürlich auch die glatten Wurzeln. Also mich hat es jetzt eben hingelegt, aber konnte mich ganz gut abfangen und ja, hier ist natürlich auch ein bisschen weicher als so harter Asphalt. Aber ich fahre jetzt, glaube ich, mal ein bisschen vorsichtiger. Jetzt kann ich auch endlich sagen, dass mein Gravelbike richtig eingeweiht ist. Es hat endlich jetzt auch mal so ein paar Spuren. So, mittlerweile ist die Schaltung hinten vereist und schaltet nicht mehr richtig. Also bei einem Gang springt es dann halt immer irgendwie so ein bisschen durch. Bisschen ärgerlich, aber ja gut, da muss ich jetzt durch. Was ich aber noch erzählen wollte ist, fällt mir jetzt gerade bei dem Schnee ein, ich habe mich für den Sisu Winterduathlon angemeldet. Der ist, glaube ich, in Januar, Anfang Februar oder Ende Februar irgendwie in dem Dreh. Auch hier im Grunewald. Insofern sehr gutes Training. Ich habe das bisher noch nie gemacht, weil ich einfach nicht das passende Rad hatte. Aber jetzt hier mit den grobstolligen Reifen von dem Gravelbike ist es schon ganz cool. Also auch wenn es rutschig ist, aber es macht unheimlich Spaß. Ich habe dann auch das Workout vorzeitig beendet oder bin dann umgekehrt, weil das wäre einfach gar nicht gegangen. Das Problem war, dass ich
sobald es so ganz leicht bergab ging oder auch nur auf der Ebene viel zu viel treten müsste, es konnte ich gar nicht auf die Dauer und dadurch bin ich dann in diesen Tretpausen immer wieder kalt geworden. Und das war schon fast ein bisschen grenzwertig, ist alles gut gegangen. Mir ist dann auch noch der Akku von der GoPro abgeschmiert, also die ganzen Rahmenbedingungen waren alle nicht so ganz optimal, aber war trotzdem eine sehr, sehr schöne Fahrt. Ja, ich starte die Woche mit einem Lauf. Schlittlauf 55 Minuten sollen es werden und eigentlich wird er erst morgen. Der Grund ist, dass ich die ganze Woche so ein bisschen zusammengestaucht habe. Das mit dem Zusammenstauchen müsste auch einigermaßen klappen. Zumindest sieht es auf dem Papier ganz okay aus. Aber ich glaube, dadurch, dass das Schwimmen wegfällt und das Zugseiltraining nicht ganz so anstrengend ist, hoffe ich mal, dass es nicht nur eine Illusion ist, sondern auch gut durchführbar. Und dann hätte ich den Samstag noch mal als kompletten Ruhetag und kann dann hoffentlich einigermaßen entspannt am Sonntag die Rampe fahren. Also ich muss zugeben, ich hatte heute auch nicht so große Lust rauszugehen bei dem Matschwetter. Aber jetzt bereue ich es nicht. Frische Luft, schöne Natur und sogar noch ein bisschen Schnee. Was will man mehr? Wie macht ihr das eigentlich, wenn so ein Workout manchmal so richtig zäh wird und gar nicht zu Ende gehen will? Also ich bete mir dann immer vor, was ich genau mit diesem Workout bezwecken wollte. Es gibt ja diese Läufe, wo man sich fragt, warum man das eigentlich alles macht. Und man kann sich aber auch genauso gut die Frage stellen, wozu man das macht. Also nicht nach dem Grund fragen, sondern sich das eigentliche Ziel nochmal ins Bewusstsein zu rufen. Gerade dieser eine Lauf, wofür ist der gut? Und welcher Baustein wird er sein, wenn ich dann später, keine Ahnung, meinen 10-Kilometer-Lauf, meinen Marathon, mein Ironman oder was auch immer rennen will. Mit großer Spannung habe ich den Dienstag erwartet. Da stand ein HIIT-Training auf dem Programm mit 5x5 Blöcken. Und hier, wie gesagt, dachte ich, ich hätte schon meine Trainingszonen angepasst. Also ich hatte sie auch angepasst, aber bei dem Training selber waren sie noch nicht synchronisiert. Insofern bin ich dann auch relativ locker durchgefahren. Man sieht hier an Herzfrequenz und Leistung, dass ich dann doch unter meiner Schwelle auf jeden Fall bin. Also meine aktuelle Schwelle wäre bei 244 Watt gewesen. Und ja, auch die Herzfrequenz, denke ich, hätte hier noch ein bisschen höher sein können. Also es war jetzt nicht ganz optimal gelaufen, aber es ist ja auch mal ein schönes Gefühl, so ein Workout relativ entspannt durchzuziehen und es erstens überhaupt zu schaffen und zweitens hinterher nicht völlig kaputt zu sein. Ich hatte dann abends irgendwie noch richtig Lust, laufen zu gehen, habe das dann auch gemacht. Und am Mittwoch ging es dann rauf aufs Rad. Da war ich beim Losfahren noch sehr unentschieden, ob ich 2 oder 3 Stunden fahre, also welches der beiden Workouts ich da nehme. Ich hatte schon Lust, 3 Stunden zu fahren. Aber angesichts des Wetters war ich mir unsicher und auch ja, war schwer einzuschätzen, wie fit bin ich jetzt wirklich oder wie platt bin ich schon. Aber alles andere seht ihr jetzt hier gleich. Es ist Mittwoch und ich fahre heute die Einheit vom Samstag oder Sonntag. Muss mal schauen, also entweder 2 oder 3 Stunden, ist davon abhängig, wie alles jetzt so funktioniert. Ich habe heute mehrere Gegenspieler, nicht nur die Kälte, also um den Gefrierpunkt, sondern es nieselt so ganz leicht und vor allem auch die Dunkelheit. Also jetzt ist 2:30, es dämmert schon gefühlt und ja, nachher ist ganz dunkel. Ich hoffe mal, dass die Lichter und so durchhalten. Und ihr könnt sehen, ich habe hier ein bisschen aufgerüstet, habe eine neue Rahmentasche von Apidura, die oberhalb des Rahmens befestigt wird. Dazu aber dann in einem anderen Video ein bisschen ausführlicher. Ich habe jetzt keine Lust, hier groß anzuhalten und kalt zu werden. Ja, und dann mal sehen, was die Fahrt bringt. Hoffentlich ohne eingefrorene Schaltung hinten. Das war echt ganz schön fies. Und ich mache die Einheit jetzt nicht nur aus Trainingsgründen, sondern ich wollte beruflich so ein paar Dinge überdenken und weiterentwickeln. Und ich merke, alles, was so ansatzweise ein bisschen innovativ ist, geht zu Hause schlecht, geht in Bewegung viel besser. Auf dem Rad kann man so wunderbar schön über Sachen nachdenken. Ja, und es kommen einem ganz neue Gedanken. Mache ich immer wieder neu die Erfahrung. Und das nutze ich heute mal ganz gezielt aus. Mal sehen, ob es heute auch klappt. Die Zutaten dafür sind eigentlich ganz simpel. Möglichst langweiliges oder simples Training. Also heute 2 bis 3 Stunden Lit. Und ja, eine Strecke, die man gut kennt, wo man nicht groß überlegen muss. Mir ging es gestern beim Joggen auch so. Bin ja abends noch mal kurz raus. Einfach weil die Lust zum Laufen hatte. Und ich kann mich im Nachhinein überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie ich diesen Weg zurückgelaufen bin. Ich weiß, welche Strecke ich gelaufen bin. Ich habe nur Erinnerung, ich war komplett weg.
Und für die Leute, die die Probleme mit meinem Wahoo Row mitverfolgt haben, ich habe mittlerweile Kontakt mit dem Support. Ja, ging so ein paar Mal hin und her. Ich sag mal so, sie sind bemüht und probieren natürlich alles andere erstmal zu versuchen, bevor sie das Gerät austauschen. Die schicken mir jetzt einen Speed-Sensor zu, weil sie denken, dass der das GPS so ein bisschen unterstützen könnte, wenn es mal ein bisschen lahmt. Naja, ich werde es einfach mal ausprobieren. Mal gucken, was dabei rauskommt. Aber die Sinnhaftigkeit von diesem Vorschlag will mir nicht so ganz einleuchten. Also je ekliger das Wetter ist, umso mehr grüßt man sich untereinander, habe ich den Eindruck. Bei ihm total nett, zwei Radfahrer, auf der anderen Seite noch ein bisschen Grünstreifen dazwischen und ich dann auf meinem Radweg, haben so rüber gewunken. Ja, finde ich sehr schön. Also im Sommer ist es ja sehr inflationär und man käme mit dem Grüßen gar nicht hinterher, aber jetzt bei den Witterungsbedingungen finde ich es dann doch sehr aufmunternd und nett. Also eine Stunde ist rum, ich habe mich fürs Weiterfahren entschieden, obwohl es jetzt doch wieder hier ein bisschen stärker nieselt. Ja, aber was soll's. Weiter geht's. Und da vorne reißt sogar der Himmel ein bisschen auf. Vielleicht kriege ich ja sogar ein paar Sonnenstrahlen ab, wer weiß. Am Ende sind es ja dann doch fast 3 Stunden geworden. Ich habe noch einen kleinen Schlenker eingebaut, damit es ein bisschen mehr wird. Und was mich sehr gefreut hat, ich hatte hier meine 170 Watt, die ja eigentlich die Vorgabe gewesen wären für diese Fahrt, also Lit-Training, super im Schnitt einhalten können. Da hat alles gepasst. Also ich glaube auf jeden Fall, die Werte waren schon ziemlich cool. Dann blieb ja noch die 2 Stunden Radausfahrt. Die habe ich dann am Donnerstag versucht. Ich habe die probiert mit meinem Arbeitsweg zu kombinieren, also 2x1 Stunde. Und das hat nur so halb geklappt, weil auf dem Rückweg hatte ich dann ziemlich schnell einen Platten und musste das Rad abstellen und hatte wahrscheinlich auch in der Stadt jetzt nicht so ganz die Wattleistung, die ich treten wollte. Aber mein Gott, also es war nochmal eine Radausfahrt, das ist jetzt nicht genau in den Bereichen gewesen, aber ich glaube, es war ja ganz okay. Und viel spannender ist dann am Donnerstagabend noch der Progressionslauf gewesen, der dann anstand. 3x5 Kilometer und dann jeweils eine Steigung. Und da war ich mir anfangs noch sicher, in welchen Bereichen ich da laufen werde. Orientiere ich mich da nach Watt oder orientiere ich mich nach Pace oder orientiere ich mich nach Herzfrequenz? Ich habe mich am Ende so ein bisschen für die Pace und ein bisschen fürs Gefühl entschieden. Einmal, weil ich bei den Wattzahlen beim Laufen im Moment jetzt gerade so ein bisschen blind laufe, weil ich da nicht genau weiß, wo mein Schwellenwert ist. Und nach dem Lauf hat Stride auch automatisch den Schwellenwert da angepasst. Gucke ich gleich mit euch auch nochmal drauf. Aber da würde ich gerne lieber nochmal so einen richtigen Lauftest machen, den wahrscheinlich dann auch so im Januar, Februar. Progressionsläufe liebe ich, weil sie entsprechen auch so ein bisschen meinem Naturell. Mir macht Spaß, bewusst mich am Anfang so ein bisschen zu zügeln, zu disziplinieren, um nicht zu schnell loszulaufen. Und ich finde, das ist auch ein super Training, um auch beim Wettkampf jetzt nicht zu überpacen, gerade am Anfang, wo so viel Adrenalin da ist und wo man einfach los will. Also den Ball flach halten, immer wieder auch auf die Uhr gucken, weil das Gefühl finde ich hier sehr, sehr trügerisch, weil am Anfang fühlt es sich natürlich leicht an. Und hier bin ich jetzt mit einem 5,30er Schnitt losgelaufen und dann habe ich mich ungefähr auf einen 5er Schnitt eingepegelt im zweiten Teil und dann im dritten Teil eine 4,30er Pace. Ich finde immer, dass es am Anfang sich ein bisschen schwieriger anfühlt, wenn man auf die nächste Stufe geht. Aber dann, wenn man so ein paar Minuten gelaufen ist, dann ist es plötzlich viel, viel leichter. Ich habe gemerkt, meine Einschätzung ist, dass ich von meinem Ziel, 10 Kilometer unter 40 Minuten zu laufen, doch noch ein Stück entfernt bin. Ich war am Ende bei einer Pace manchmal so von 4,15, 4,20. Die könnte ich durchhalten, denke ich mal, über ungefähr 40 Minuten. Aber ja, da einen 4er-Schnitt zu laufen, also da ist, glaube ich, doch noch ein bisschen Training drin und ja, mal gucken, ob es dann am Ende auch für das große Ziel reicht. Wenn man sich den Graphen anguckt, dann sieht man hier wunderschön, wie sich doch die leichten Höhenunterschiede hier in Berlin auf die Geschwindigkeit auswirken, wenn man hier Geschwindigkeit und die Wattzahl gegeneinander setzt. Also es ist ja wirklich kein Riesenhöhenunterschied in Berlin, aber selbst so kleine Anstiege
wirken sich hier aus. Da ist es gut, halt tatsächlich dann doch mehr aufs Gefühl zu vertrauen und nicht immer auf die Pace zu starren. Herzfrequenz hinkt hier viel zu hinterher oder tatsächlich hier die Wattwerte zu nehmen. Also ihr seht hier an Beispielen, wie die Wattleistung hochgeht, die Pace gleich bleibt oder wo die Pace runtergeht bei gleichbleibender Wattleistung, einfach da, wo so kleine Anstiege sind. Bis auf den Rampentest ist für mich damit das HIIT-Blocktraining abgeschlossen. Es ist schon ganz cool, eigentlich so sich so einen Block zu setzen, um halt dann auch wie so ein kleines Zwischenfazit ziehen zu können, damit dieses Training auch nicht so ins Endlose ausufert. Ich steige dann jetzt in den Bildplan der TCC ein. Der ist ja auch sehr blockmäßig organisiert, also dass man da auch immer kleine Zwischenschritte hat. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wie es so weitergeht. Wenn ich richtig gut bin, zumindest ist es mein Vorsatz, werde ich schauen, dass ich meine Ernährung doch ein bisschen gesünder umstelle. So ganz wird das nicht klappen, aber ja, ein bisschen weniger Zucker und was ich auch probieren will, doch den einen oder anderen Nüchternlauf mal zu machen, um auch da mich so ein bisschen zu triggern. Ob das mir gelingt, keine Ahnung, kann ich ja dann hier nochmal berichten. Dann noch ganz anderes Thema. Ich bin völlig geflasht davon, dass jetzt schon 1500 Leute hier den Kanal abonniert haben. Das gibt mir natürlich auch nochmal Motivationskick, hier die Videos zu machen. Aber es ist auch echt ein Motivationskick fürs Training, weil ich weiß, da gucken natürlich Leute auch zu. Und wenn dann doch mal die Situation so eintritt, wo man nicht so genau weiß, mache ich jetzt die Einheit oder nicht, dann denkt man dran, okay, du musst dir hier auch was präsentieren. Also vielen Dank für die Motivation, die ihr mir hier gebt über die Videos. Auch das ganze Feedback, die Kommentare, da sind auch immer so viele Anregungen drin, die ich gerne aufnehme. Und ich hatte es ja angekündigt, bei 1500 Abonnenten soll es eine kleine Überraschung geben. Die Überraschung wollte ich jetzt hier eigentlich live präsentieren, die ist aber noch nicht angekommen, weil die Feiertage und so dazwischen waren. Und weil jetzt auch meine Finger langsam kalt werden und ich weiß, ob ich jetzt noch groß zum Film komme, sage ich an der Stelle schon mal Tschüss.